Einen wunderschönen guten Morgen aus Fes, der drittgrößten Stadt Marokkos. Ich filme mich hier gerade mitten in der Sonne von der Dachterrasse unserer Unterkunft. Und wir tauchen jetzt gleich mal ab in die Medina, in das absolute Labyrinth. Und ich hoffe, wir verlieren uns nicht da drinnen. So heißt übrigens unsere Unterkunft. Und wir haben diese jetzt auch gerade verlassen. Und ihr könnt ja jetzt auch gerade schon links und rechts sehen, wie eng diese Gassen sind. Und ich versuche das auch mal einzufangen, wie das an so Kreuzungen aussieht. Also echt, das ist so unfassbar, wie man sich hier verlaufen kann. Zum Beispiel hier geht es jetzt auch wieder in eine Gasse rein. Und ja, das GPS auf dem Handy könnt ihr komplett vergessen. Also das findet keinen. Das ist wirklich abgefahren. Das weiß überhaupt nicht mehr, wo man ist. Ganz fest leben circa 1 Million Menschen und hier in dieser Medina circa 70.000. Und das war früher auch mal anders. Hier lebten um die 400.000 Personen. Das hat sich aber irgendwann gewandelt durch den Tourismus. All die Leute, die in den Häusern gelebt haben, haben diese verkauft, damit andere Personen daraus Gästehäuser machen konnten. Und die Personen, die das verkauft haben, sind außerhalb der Medina gezogen. Wir sind jetzt etwas aus dem Labyrinth herausspaziert und schaut mal, um die Medina herum ist diese Mauer und dort befinden sich 29 solcher Tore. Übrigens findet man hier überall in Marokko so alte Mercedes. Und die Medina hier in Fes, die ist die größte autofreie Zone der Welt. Also wir befinden uns jetzt gerade etwas außerhalb. Hier fahren noch Autos herum, aber in den kleinen, engen Gassen passt natürlich auch gar kein Auto durch. Und dieses Tor hier, das Bab Boujelout, wurde 1931 ergänzt und soll den Haupteingang zur Medina symbolisieren. Und wenn man durch das Tor geht, ist man direkt wieder in der Medina und hat unmittelbar vor sich diese Koranschule. Schaut mal, wie schön. Aufgerufen und hier in der Medina gibt es übrigens zwei Hauptstraßen. Wir befinden uns gerade auf einer davon und wenn man sich darauf befindet, dann verläuft man sich auch weniger. Es sei denn, man biegt wieder links oder rechts ab in so eine Seitengasse, wie zum Beispiel dort, und man biegt dann wieder da links oder rechts ab, da hat man sich wirklich ganz, ganz schnell verlaufen. Isam, den wir gestern besucht haben, hat uns übrigens erzählt, dass die 5-mal am Tag beten. Wir sind jetzt gerade von da gekommen und schaut mal, hier mitten in der Medina, hier sind ja eigentlich nur so kleine Gassen, so ein großer Baum. Wir haben uns des Öfteren in der Medina verlaufen und nun befinden wir uns in der ältesten Universität der Welt. Und heute ist dieser Teil der Universität eine Koranschule und schaut mal, wie so gesehen die Klassenräume hier aussehen. Das Labyrinth hat uns auf eine Dachterrasse geführt, von der man aus eine Färberei sehen kann. Schaut mal dort. Und hier wird Leder gefärbt und dort könnt ihr überall die verschiedenen Farben sehen. Hier hinter mir ist die Bibliothek der ältesten Universität der Welt und vor mir befindet sich der Messingplatz, den ihr hier sehen könnt. Leider darf man aber nicht in die Bibliothek rein und man könnte meinen, dass wir uns immer noch in den Gassen der Medina befinden. Dem ist aber nicht so. Wir sind geflohen und in die Neustadt spaziert, weil hier ist es echt ein bisschen ruhiger. Wir sind ein bisschen müde und kaputt,
von dem ganzen Lärm und der Hektik in der Medina, weil die ganze Zeit bekommt man auch was angedreht, Leute wollen einem den Weg zeigen, natürlich für Geld. Und ja, hier geht's schon ein bisschen ruhiger zur Sache. Und so sehen die Häuser hier in der Neustadt aus. Das war früher das jüdische Viertel. Und hier natürlich auch wieder ganz viele kleine Shops. Unser Weg durch die Neustadt hat uns jetzt noch zum Königspalast geführt, vor dem wir auch gerade stehen. Und so sieht er aus. Hier in der Gegend kann man auf jeden Fall auch Trubel haben. Schaut euch nochmal diesen großen Markt an. Wir haben uns gerade so einen leckeren Saft spendiert. Die pressen dann einfach Bambus und da kommt dann so eine Flüssigkeit raus. Da ist auch, glaube ich, ganz viel Zucker drin. Und Zitrone und Ingwer hat er auch noch dabei gepackt. Hat 5 Dirham gekostet, also so circa 50 Cent. Wir sind schon seit längerem zurück in der Unterkunft, haben uns frisch gemacht, einiges für die nächsten Tage gebucht, gehen jetzt gleich was Leckeres essen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn wir uns in Volubilis die schönsten Ruinen Marokkos anschauen. Wir sind jetzt ca. 80 Kilometer in den besagten Ort gefahren und hier stehen römische Bauwerke, die im 2. bzw. 3. Jahrhundert nach Christus entstanden sind. Und die Ruinen, die könnt ihr hier sehen. Und das ist so witzig, Sarah hat gerade dort den Storch entdeckt. Ich versuche euch den gleich mal näher ranzuholen. Und von hier könnt ihr das Storchenpärchen besser sehen. Befanden sich hier schon im 3. Jahrhundert vor Christus die ersten Personen, und zwar die karthagischen Händler. Und hier lebten 20.000 Menschen. Schaut euch mal hier den Gecko an und wie langsam der sich bewegt. Und übrigens spaziert der hier auf einem Mosaik herum. Das könnt ihr hier sehen. Stunden durch dieses Areal gelaufen und der Eintritt kostet hier 70 Dirham, also circa 7 Euro. Wir befinden uns auf dem Rückweg nach Fes und auf dem Hinweg sind wir über Meknes gefahren. Das ist eine Großstadt, dort hätte man sich auch noch einiges angucken können, aber darauf hatten wir wirklich gar keine Lust. Und wir haben uns stattdessen entschieden, über Land zu fahren und wir sind jetzt gerade hier über diese Kurve gekommen und haben diese tolle Landschaft vor unseren Augen. Schaut euch das mal an. Richtig toll. Dort ist auch jemand auf einem Esel am Spazieren. Wir können echt von Glück sprechen, dass wir uns entschieden haben, anders da zurückzufahren. Spendiert euch jetzt mal das hier. Das ist ja sensationell. Dort ist die schöne Aussicht und da ist irgendwie sowas wie eine Mülldeponie. Da oben, wo die ganzen Kinder stehen und da, wo der Rauch herkommt, da sind die auch gerade das ganze Plastik und so am Verbrennen. Das riecht man auch hier, gar nicht mal so cool. Wir sind zurück in Fes und befinden uns gerade wieder in der Medina und zwar in dem Restaurant Café Clock. Das Coolste ist, dass dieses Restaurant eine Terrasse besitzt und dort könnt ihr auch Minarett sehen und so sieht's hier aus. Und wir haben gerade unsere frische Minzlimonade bekommen. Und hier ist jetzt auch schon unser Essen gekommen, Ras El Hanout Wedges, marokkanische Tapas und vegetarischer Quiche. Und jetzt gibt's als Nachtisch noch marokkanisches Dessert. Unser Essen war wirklich super und apropos Essen, seit heute Abend ist Ramadan offiziell beendet. Und da stand vorher auch noch gar nicht zu 100% fest, ob die Fastenzeit heute Abend beendet wird, hat sich dann aber bestätigt, weil der Mond nicht zu sehen war. Und das ist dann für die ein Zeichen,
dass Ramadan, die Fastenzeit, die 30-tägige vorbei ist. Ja, und während dieser Zeit essen und trinken die Muslime zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nichts, wirklich gar nicht. Und das Fasten zählt zu den 5 Säulen des Islam und ist eines der wichtigsten Dinge, was ein Moslem in seinem Leben getan haben sollte. Andere sagen auch, dass sie die Zeit nutzen, um ihren Körper zu entgiften und sich gleichstellen möchten mit armen Menschen, die nicht so viel Zugang zu Essen und Trinken haben. Ja, und weil Ramadan jetzt beendet ist, sollen morgen in Fes auch alle Geschäfte geschlossen sein, weil die Menschen Zeit mit ihren Familien verbringen und es zelebrieren, dass die Fastenzeit jetzt offiziell vorbei ist. Und bevor ich dieses Video beende, möchte ich euch nochmal hier in dem Vorzimmer die ganzen Holzschnitzereien zeigen, die ihr hier sehen könnt. Das ist alles handgemacht, was ihr hier seht, auch die Tür dort, alles. Und ich habe das auch gerade mal in so einem kleinen Shop gefilmt, wie das hergestellt wird. Das zeige ich euch jetzt. Nice, nice. Ja, überlegt euch mal, wie viel Arbeit das ist, auch hier in unserem Zimmer. Die ganze Decke ist so hergestellt, das ist alles Handarbeit. Und damit beende ich auch diesen Vlog und auf das nächste Video könnt ihr euch auch schon wirklich sehr freuen. Und ich sag dann einfach mal bis dann. Ciao.